Hallöchen, ich habe wieder ein Paket gekriegt. Ich habe den Kleinen gerade ins Bett gebracht und wir haben noch zusammen gekuschelt und Pizza backen gemacht und Friseur hat er gespielt, meine Haare, nur Haare waschen gemacht. Genau, da habe ich jetzt gerade nochmal geschaut. Oh, das ist so schön, die gemeinsame Zeit zusammen zu haben. Hat er meine Haare verwuschelt, aber jetzt ist er im Bett. Und ja, jetzt komme ich. Hallöchen, Hallöchen, hi Lilly, hi Petra, hallo nochmal auf ein neues. Ich habe hier noch ein schönes Paket. Ah, das war so schön auf YouTube, da auch mal live zu sein. Sonst bin ich ja nochmal immer hier. Und ja, ich hätte gesagt, wir machen gleich weiter. Ich lege los, ich werde auch mal so müde. Also ich könnte um 8:30, 9 auch schon mal schlafen. Ich gesagt, so Luca, mit dem Kuschlerei. Ich gesagt, so, ich gehe jetzt raus. Ach, sonst werde ich zu müde für mein Video. Ich bin abends echt immer so platt. Ich bin kein Mensch, wo abends lang wach bleiben kann. In der Früh kann ich dafür gut aufstehen. Auch mal früher aufstehen, 4, 5, wo ich früher auch habe arbeiten müssen in der Bäckerei. Also das geht ohne Probleme. Und hier gesagt, ja, was meint ihr, was wohl drinnen ist in dem Paket? Was könnte drinnen sein? Es ist schon seit gestern oder vorgestern da. Es ist schon da, schon länger. Ich habe noch nicht mal geschaut. Also es ist auch noch ganz zu. Was könnte da drinnen sein? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Ja, der Kleine schläft. Ja, ich weiß nicht, ob er schon schläft, aber ich bin dann gegangen und er hat gesagt, oh, Gott sei Dank, Mama. Weißt du, wenn du gehst, das ist so schön. Und da sage ich, wieso? Ich dachte, er freut sich, wenn ich mit zum Kuscheln komme und so. Ja, weil dann habe ich endlich Platz, dann kann ich in Ruhe einschlafen, hat er gesagt. So, die Petra sagt, Flesse, schätzt sie. Genau, was da drin ist. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Ich hoffe ja die ganze Zeit schon auf dem Flösser, aber ich weiß nicht, ob der jetzt halt wirklich schon da war. Also ich glaube, der kommt erst noch. Ich glaube, dass das nur eher so ein Schatztruhenduft vielleicht war. Ich weiß es nicht, aber wir lassen uns überraschen. Ich mache einfach mal auf und dann schauen wir zusammen rein. Es fehlen ja auch noch ein paar Bestellungen. Und dann gucken wir einfach rein. Man sieht noch nichts. Was ist da drinnen? Hä? Sensibuddy? Habe ich einen Sensibuddy bestellt? Also, weil der rote Panda, der kam ja schon und denke, hä? Muss man nochmal gucken. Das war ja dann doch, ja, das ist der Flash Sale. Also einmal, das ist von einer Kundin und auch meine Arbeitskollegin. Dein Textilerfrischer ist da. Lavender Cotton hat sie sich ausgedacht. Also es ist doch der Flash Sale. So viel ist gar nicht. So schaut es aus. So viel ist es gar nicht. Hört es mir schnell durch. Und zwar den, was wollt ihr zuerst sehen? Den Aladdin, ja! Den alle, genau, den haben wir ja nur zusammen bestellt. Da war ja live, wo ich in der Flesse war. Tatsächlich. Ha, den habe ich ja noch nie in echt gesehen, der Aladdin. Ich darf gar nicht so laut schreien, nicht, dass der noch herkommt. Genau, den Aladdin. Ist da das Duftsäckchen auch dabei? Ja, der Duft ist so toll auch. Oh, so ganz leckere Heidelbeere. Oh, Carina, hi, kommst auch vorbei. Der Aladdin ist direkt dabei. Oh, da wird es sich freuen. Oh, wann soll ich ihm den geben? Geburtstag hat er im Juni. Jetzt ist März. Jetzt ist ja echt März. Nee, jetzt ist April. April, April. Der weiß nicht, was er will. Genau. April, Mai, Juni. Ja, okay, es wäre gar nicht mal so lang. 2 Monate. Vielleicht da noch aufheben. Den Aladdin. Sollen wir uns den anschauen, wie der ausschaut? Also unsere Kuscheltiere, für die, die es nicht kennen, die sind besonders. Die können duften. Ja, oder Ostern. Ostern habe ich mir gedacht, ich nehme den Koala, weil ich habe mir jetzt den Koala doch noch bestellt. Cozy, der Koala, weil er liebt ja Koalas und Faultiere so. Und ich habe gedacht, ah, ich glaube, der Koala, da wird er sich richtig freuen. Ich glaube, das gibt es vielleicht zu Ostern dann. Weil im Ostern gibt es eigentlich bei mir nur was Süßes. Also wirklich nur ein Osternest, bunte Eier und Schokolade und das war's. Vielleicht nur ein kleines Buch oder so. Aber normal gibt es bei mir nur Ostern, eigentlich nur Ostersachen. Aber bevor ich es ihm einfach so jetzt gebe, ist ja auch blöd. Also, ja, vielleicht kriegt er das dann.
Ja, die Mama benutzt es ja auch, mein Gott, sie ist, das ist ja auch für mich, aber ich kann ja nicht immer nur mich beschenken. Boah, schau mal, wie groß, der ist schon voll groß, wie toll der ausschaut. Boah, die sind immer so hochwertig verarbeitet. Ach, die muss man hinhocken. So, ich ist halt echt weit weg, ich kann das ganz weit wegstellen. Boah. So. Oh, schaut mal, wie cool der ausschaut, wie schön. Und der hat da auch den Ohrring echt drinnen. Und die sind echt so hochwertig verarbeitet. Also die haben auch hier die Augen, die Stupsnase oder die lange Nase eigentlich. Die Öhrchen. Und bei dem gibt es ja was ganz, ganz Cooles, Besonderes. Also da kann man ja das Duftsäckchen, wo da dabei ist, das kann man ja das Duftsäckchen hier reintun und benutzen. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr sagt, ihr wollt keinen Duft in den Kuscheltieren drinnen haben, könnt ihr das auch einfach in den Kleiderschrank hängen, ins Auto hinhängen, an diesen Kleiderhaken, in die Speisekammer, in Sporttaschen, in Handtaschen, in Schubladen. Also ihr könnt überall das Duftsäckchen hintun. Das sind, hinten ist so weiß und da sind so kleine Duftkügelchen eben drinnen. Und ja, ganz, ganz tolle Duftsäckchen. Und das Besondere ist beim Aladdin, ihr habt ja einmal sogar die Lampe dabei, die Wunderlampe. Und ihr habt zwei Möglichkeiten, das Duftsäckchen zu verstauen. Und zwar einmal hier hinten, also normal haben die ja immer hinten ihr Duftsäckchen, ihre Öffnung fürs Duftsäckchen. Ihr könnt es aber auch immer als Sorgenfresser hernehmen, als Geheimversteck, wenn man vor der Mama die Gummibälle verstecken will, was auch immer. Und als Sorgenfresser finde ich es auch ganz, ganz toll. Oder einfach gar nichts, einfach nur so benutzen, genau. Und hier, oder Geheimfach, sogar voll cool, in der Wunderlampe könnt ihr das Duftsäckchen verstecken. Also das einzigste Kuscheltier, wo ich kenne, wo zwei Öffnungen hat für das Duftsäckchen. Und zwar hier. Hier könnt ihr das echt, das kann man schon schön groß aufmachen, könnt ihr da das Duftsäckchen sonst rein tun und verstauen. Wie cool ist denn das? Oh Mann. Also ich bin so froh, dass ich den jetzt bestellt habe. Das schaut ja richtig cool aus. Und die Farben voll hell alles. So weich, kuschelig, flauschig. Oh, der schaut echt toll aus. Also richtig original wie Aladdin mit den goldenen Dingern. Voll toll, hey. Oh, da wird er sich freuen. Das hat schon was Besonderes. So ein duftendes Kuscheltier hat nicht jeder. Dann machen wir einfach weiter. Genau, die kommen auch schön verpackt. Also die kann man auch echt schön verschenken. Kann man gleich mal verstecken, den kleinen Kerl. Dann tun wir den verstecken. Man könnte ihn so auf dem Schrank tun. Da sieht man nämlich nur das. Nee, da sieht man nicht vorne das Bild, dass da was Neues ist. Das tue ich dann einfach ganz hoch verstecken. Dann haben wir, so viel haben wir ja gar nicht, einmal eine Wandsteckerlampe. Die wurde jetzt danach noch ganz oft bestellt. In der Schatztruhe gibt es die Lampe immer noch. Und zwar, also außer die ich jetzt inzwischen ausverkauft habe, ist natürlich nicht geschaut, die Lace. Das ist eine ganz, ganz weiße Lampe. Kann es euch auch kurz nochmal zeigen. Die hat so ein schönes Blumenmuster drauf und die ist halt einfach schlicht weiß. Die passt überall rein. Also richtig, richtig toll. Und die ist immer noch eine Schatztruhe. Also Schatztruhe ist nur prall gefüllt. Da könnt ihr gerne nur reinschauen und eure Schnäppchen jagen. Falls da jemand nur einen Shopping-Link haben will, einen eigenen, um zu sammeln, für halbe Preise, ein kostenloser Artikel, gibt es mir Bescheid. Wir haben heute erst das Thema gehabt mit einer Kundin, die gesagt hat, sie hat da auch. Mit einer anderen sind sie gerade aufs Thema Fancy kommen und ich sage, oh, die hat schon so viele 100 Euro schon bestellt und alles und da kann man ja unendlich viel Geld ausgeben und so und gibt immer wieder schöne Sachen. Und dann hat sie auch erzählt, ja, sie hat ja ihren Shopping-Link und dann kann sie ja immer was zum halben Preis und kostenlos aus und ja, wie, was? Und da gab es schon leider wieder jemand, wo die Beraterin das nicht sagt. Ich verstehe das nicht, warum man das nicht weitergibt. Also. Und vor allem, die hat gesagt, jetzt schon für 300 Euro letztens erst bestellt. Da hat man ja schon bei 295 Euro hat man schon einen halben Preisartikel und 10%, wo man sich kostenlos rausholen kann. Da hätte die sich ja schon längst, und wenn die noch mehr Geld ausgeben hat, da hätte die sich ja schon für 120 Euro oder für 200 Euro, hätte die kostenlose Sachen noch raussuchen können. Und das Coole ist ja, wir können ja sammeln. Wir haben ja eigentlich wie, also man ist ja dann Gastgeber sozusagen, aber man kann da einfach über den Link sammeln. Ich kann bestellen, kann den Link weiterleiten, vielleicht will die Freundin oder Familie nur jemand mitbestellen. Also voll easy einfach. Und jede Bestellung zählt, also wird immer sofort versendet. Versandzeit sind immer so 2 Wochen, manchmal auch schneller, aber ich sage immer 2 Wochen. Da freut es euch, wenn es dann einfach früher ist.
Und das ist halt echt cool. Und das kennen immer noch nicht so viele, dass man das sammeln kann. Kann man einfach über längeren Zeitraum und dann kriegt man natürlich viel mehr zusammen, als wenn man nur den Partyabend hat und da den Umsatz und dann fertig kann man sich Sachen raus und so. Wenn du über einen längeren Zeitraum einfach sammelst, dann kommt doch viel mehr zusammen und dann bestellt die und da. Man kann sich viel mehr tolle Sachen aus und das ist so, so toll. Also kann ich euch nur empfehlen und ihr habt keine Verpflichtung oder sonst was, falls man das gilt erst ab 295 Euro, dass man sich Sachen raussuchen kann. Wenn man es nicht zusammenkriegt, dann der Link wird halt dann automatisch gelöscht von Sensi. Dann passiert auch nichts. Also ihr steht dann nicht irgendwie da oder da. Also ihr habt ja trotzdem eure Ware, ihr könnt trotzdem alles behalten. Aber das ist so das zusätzliche Goodie, weil man sich dann noch was raussuchen kann. Ich kenne auch ganz viele, die wo das sich mit Familie, Freunde so teilen. Die teilen sich dann auch oft die Prämien zusammen aus und sagen, ja, okay, du kriegst dann einen Preis, du kannst auch noch kostenlos was aussuchen, teilen sich das auf und viele, die wo einfach für sich selber das dann machen. Also finde ich richtig, richtig cool, ganz, ganz tolle Sache. Und ja, oder die, die einen Shopping-Link schon mal gehabt haben oder die das kennen, die können gerne mal reinschreiben, wie sie das finden, aber die freuen sich immer, weil die sich schon ganz viele tolle Sachen aussuchen konnten. Und die nehmen ja immer wieder ein, die sagen, ah, da kommt wieder irgendwas, limitierte Aktion, machen wir noch schnell einen Shopping-Link, dass sie da das mit dazu bestellen können. Das ist richtig cool. Und zwar ist das hier diese ganz normale weiße schlichte Lampe. Genau die hier. Und die ist gerade immer noch eine Schatzhütte. Die ist voll beliebt. Da werden noch mehrere solche jetzt kommen. Weil ganz viele, die ich nur bestellt haben, weil die gesagt haben, zum Verschenken. Die ist so günstig vom Preis her. Und die ist weiß und die ist schlicht. Und die ist nur noch so lange davor reicht, dass ich glaube, dass die jeden Tag jetzt dann ausverkauft sein wird. Weil die ist jetzt echt schon lang genug. Da mir hat es ja eh gewundert, dass die überhaupt so lang da ist. Ich denke, dass die ziemlich bald weg sein wird, wenn sie nicht sogar schon weg ist. Aber ist halt toll zum Verschenken auch mal oder Muttertag, wo jetzt kommt. Finde ich ganz, ganz toll. Als Wandstecker war das. Dann haben wir noch einmal Duschgel, Hibiskus Pineapple. Also Hibiskus, Ananas, Mandarine. Unser Duschgel ist ja auch mal hochkonzentriert. Ich habe mir auch so kleine, für Spülmittel, so kleine Fläschchen heute schon abgefüllt. Das habe ich irgendwo in einem Video schon gemacht. Die war heute in Facebook schon live, in YouTube schon live, jetzt in Instagram. Und da habe ich schon fleißig abgefüllt, richtig toll. Und das Duschgel will ich euch auch mal abfüllen, weil ich habe selber auf Gogo Mango und Make a Splash. Die sind so toll. Und ihr braucht es da nur ganz wenig und es schäumt am ganzen Körper. Ihr könnt es euch komplett einreiben. Und das pflegt die Haut, das ist vegan, das ist tierversuchsfrei, also richtig mit Aloe Vera steht es da dran, Sonnenblumenöl oder so, was da immer drinnen ist. Irgendwo steht es dann immer dran. Wasser und dann eben Sonnenblumenöl, Aloe Vera Ding. Also richtig, richtig toll. Und für alle, die wo auch eine Badewanne haben und unser Badesalz haben, unser Badesalz schäumt ja nicht, das färbt nur so ganz leicht ein. Und die, wo aber gerne Schaum mögen und lieben, einfach so einen kleinen Minispritzer vom Duschgel rein, wenn man das Wasser einlaufen lässt. Dann schäumt es, ihr habt ein bisschen Schaum, ihr habt euer Badesalz und dann, ich tue immer Badesalz rein. Der hat immer so eine kleine Schaufel oder so kleine Schälchen, so Förmchen der Luca drinnen. Man kann auch einfach einen Esslöffel oder einen Messbecher nehmen, ihn nimmt immer so ein Schäufelchen und tut es dann immer raus und da rein. Und dann tue ich immer so ein bisschen Duschgel noch drauf und dann schäumt es richtig schön. Und der Luca mag es ja auch mal gerne mit dem Schaum zum Spielen. Und da tut man einfach ein kleiner Spritzer Duschgel mit rein, dann schäumt es auch richtig toll. Und sonst nehme ich es halt einfach ganz normal zum Duschen her. Dann haben wir den Duft Winterberry Apple Tea als Pot noch. Oh, lecker. Oh, der riecht immer noch so lecker. Okay, jetzt wenn es so regnerisch ist und dunkel, ist ein richtig geiler Duft. Also Winterberry Apple Tea ist so ein toller Duft. Und auch als Pott richtig gut, aber ist halt Winterzeit ist ja echt vorbei, aber jetzt wohin wieder riech? Ich habe ja auch damals Winterberry Apple Tea mit Pina Colada Chacha gemischt. Das ist ja so ein Kokosduft gewesen. Boah, das war so geil. Winterberry Apple Tea mit Pina Colada Chacha, den gibt es ja jetzt nicht. Oder mit Coconut, Lemongrass oder Lemon Sorbet. Richtig geile Mischung. Also falls ihr noch so Düfte aufbrauchen wollt oder noch habt, könnt ihr gerne Winterberry Apple Tea noch mit mischen mit irgendwas. Das ist auch richtig, richtig cool. So. Und dann haben wir hier die ganze Bar. Ha, das war's dann schon. Also, wir haben einmal nur den Berry Blessed, den Blueberry Rush, den haben wir so sehr gewünscht, den hat es mir aus dem Warenkorb kaum leider.
Aber ich habe wenigstens Berry Blast, da habe ich ja richtige Schnäppchen gemacht. Ich glaube, der hat nur zwei noch was kostet. 2,77 oder irgendwie so. Und kostet ja nochmal 8,50. Also der war echt 80% reduziert gewesen. Also die haben die Sachen rausgehauen, teilweise auch solche Bars für 2-3 Euro, 2,97 oder was das kostet hat. Also das war ja unglaublich. Ich habe das noch nie gehabt, dass das bis zu 80% reduziert war, seit ich dabei bin. Also 60% bis zu 60% ist ja nicht alles komplett reduziert, aber es war so geil da zu shoppen. Und dann ging ja der Bezahlvorgang nicht. Das war ja eine Aufregung gewesen, ey. Und jeder, ich kann nicht zahlen und die, der konnte nicht zahlen. Aber dann haben wir ja nur Zeit gehabt und ich konnte mir dann noch mehr Sachen in aller Ruhe meinen Warenkorb noch bestücken. Aber ich habe echt geguckt, dass ich mich zusammenreiße. Also für meine Verhältnisse, ich habe keine riesen Bestellung gehabt. Wenn ich da denke, wie manche gesagt haben, ich habe für 200, ich habe für 300, ich habe für 400, ich habe für 200, ich habe für 300 einkauft. Das fand ich krass. Oder auch die Beraterin, wo auch mal voll zuschlagen. Aber ich gucke echt, dass sie nicht mehr übertrieben mich alles Mögliche dann einkaufe, sondern nur das, was ich wirklich auch brauche oder wo ich noch haben will, wo ich eh bestellen will. Genau, und dann habe ich hier die Schöne und das Biest. Oh, auch ein ganz, ganz leckerer, angenehmer, leckerer, zarter Duft. Richtig schön, den habe ich hier zweimal, glaube ich, ja. Dann habe ich, ja, Blueberry Rush Eisding. Eisbar habe ich ihn sogar gekriegt, als Carbar leider nicht. Aber den habe ich am Sensi Club, also den kriege ich da weiterhin, weil das ist so ein toller Duft. Den habe ich erst letztens neu für mich entdeckt, weil es eine Kundin gehabt hat und die hat sich den gleich gekauft. Und dann habe ich gesagt, ah, der verlässt das Sortiment. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt tue ihn mal rein und habe ihn auch probiert und denke, wow, richtig leckerer, bäriger Duft. So, dann haben wir zweimal den Oben-Duft ab oben. Den hier. Den kenne ich ja schon länger. Es ist auch so ein frischer Duft. Ich finde es so richtig Richtung Maisspüler-Duft. Und zweimal der Aladdin-Duft natürlich. Ich finde, der ist auch so ähnlich. Also man sagt immer, dass der Angel-Duft, den es gibt von Disney, den Angel-Duft, eine Mischung zwischen Blueberry Rush, nee, der Aladdin-Duft. Ja, der Aladdin-Duft riecht so ähnlich wie Blueberry Rush und der Angel-Duft. So ähnlich riecht der Aladdin-Duft. Also falls jemand gern den Angel-Duft gehabt hätte oder die Richtung vom Duft mag, macht sie mit dem Aladdin-Duft nicht viel verkehrt, weil der ist auch so ein bisschen ähnlich in diese Richtung. Und dann bin ich ja sehr gespannt, den kenne ich natürlich gar nicht, den Mulan. Da gab es einfach einen Mulan-Duft, wo es schon ewig nicht mehr gegeben hat, dann noch zum Schnäppchenpreis, ich bin schier ausgedrückt. Und ich habe mich zusammengesetzt, ich habe nur 3 Stück genommen. Wenn man da denkt, manche, die wo da 20, 10, keine Ahnung was, Packungen, 50, ich weiß ja nicht, wie viel die da alle manchmal bestellt haben. Und ich dachte, boah, dieser Duft. Aber ich wollte ja für euch auch noch was übrig lassen. So bin ich ja dann doch nicht und habe mir dann den Mulan-Duft geholt. Und ich glaube, den kann man sicher nicht mal im Sensi-Club irgendwie sichern. Das gab es ja wirklich nur da. Und ich weiß auch gar keine Duftbeschreibung. Not your everyday dragon. Den machen wir jetzt einfach auf und schnuppern zusammen. Da bin ich ja gespannt. Vielleicht ist der ja auch gar nicht so toll. Manchmal bildet man sich ja auch nur ein, dass er toll ist, weil es halt sonst nicht gibt. Und was Besonderes ist Mulan. Wer kennt den Film Mulan? Hallöchen. Von viele, wo reinschauen halt. Oh, der riecht aber nicht schlecht. Der riecht gleich mal fruchtig. Fruchtig süßlich. Der hat... Ich weiß nicht, ob da was Blumiges noch mit dabei ist, ein bisschen. Aber der hat auch so was Spritziges. So was richtig Spritziges. Lecker. So, ich weiß nicht, ob da so Blutorange oder so ein Zitruszeug noch mit dabei ist. Oh, der riecht voll gut. Scheiße. Oh, gut, dass ich 3 Packungen gekauft habe, aber oh, ich will jemand da nicht hernehmen. Wenn's, die kann man, glaube ich, nicht im Sensi-Club sichern, gell? Nee, der kam mir jetzt nur so einfach kurz, das, was halt nur da war. Oh, der Schatztruhenfilm. Den Film kennst du nicht, liebe Petra. Ich kenne Mulan. Ich glaube, ich durfte es nicht immer angucken. Das ist, glaube ich, auch so eine Frau oder Mädchen, wo selber ja dann immer so kämpft oder im Dschungel oder irgendwo ist. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich den mal angeschaut habe, den Mulan. Also sagt mir das, die hat ja, glaube ich, so ganz lange braune oder schwarze Haare und auch so ein Holzding da, glaube ich, wo die da kämpft. Kann das sein? Oder mit so einem Boot, wo sie irgendwie fährt. Aber so richtig, den Film kenne ich auch nicht. Boah, der ist richtig geil, der Duft. Also wie findet ihr den? Hat den jemand schon?
Oh, der ist lecker. Oh, was machen wir da jetzt? Also, ich könnte jetzt gemein sein und sagen: So, ich mache jetzt hier mal einen Wachswechsel und tue mir mal den Duft da rein. Oh, der ist toll. Also, falls den jemand bestellt hat, da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr den kriegt habt. Oh, ich finde den richtig toll. Boah, der riecht echt gut. Boah, Gott sei Dank habe ich den doch dreimal da. Da hätte ich dann doch eher fünfmal bestellen sollen. Und so, dass du nur da hast. Dann habe ich ja nur einmal. Ich habe ja für mich einen Mini-Ventilator im Eingangsbereich und einen im Bad. Der im Bad ist so ein schlichter, normaler. Und der im Eingangsbereich ist ja die süße Mini-Maus. Die schaut so toll aus. Und ich habe hier einmal den Black Panda. Seht ihr, das ist richtig cool in Schwarz. Und ich habe mir gedacht, fürs Kinderzimmer oder mal um zu wechseln, für den Eingangsbereich oder vielleicht im Bad, dass ich da einen coolen habe und nicht den normalen. Ich warte noch auf meine Flash-Sale-Bestellung. Ich bekomme ihn zweimal. Ah, du bekommst zweimal, Jessie, wie schön. Da kann ich dich freuen. Du magst ja auch so ähnlich Duftrichtung wie ich. Auch so ein bisschen fruchtig, ein bisschen was Frisches. Macht doch nichts aus, wenn Süßes dabei ist. Der ist cool. Also ich bin ja gespannt. Ich hoffe, dass der warm auch so gut ist. Aber ich glaube schon, also ich gehe da einfach davon aus. Und übrigens, die ganzen Flash-Sale-Produkte, die müssten jetzt bis zum Wochenende hin komplett alle losgeschickt werden. Also, dass die wirklich alle komplett wechseln. Manche haben es ja schon länger gehabt. Manche haben es immer noch nicht. Ich habe ja auch immer, ich habe es immer noch nicht. Also, bei mir ist ja jetzt doch auch mitkommen. Und die sind da jetzt gut dran, habe ich Info bekommen. Die werden echt bis zum Wochenende, müsste alles verschickt worden sein. Und dann haben wir Flässe endlich mit langer Wartezeit. Aber weil da wartet man gerne, wenn man so ein Schnäppchen machen konnte und so geile, tolle Produkte gehabt hat. Da kann man dann auch mal warten, dann ist das okay. Finde ich jetzt. Weil sowas müssten die ja auch nicht machen. Die können ja einfach nur die normalen Sachen. Und dass die uns immer so schöne, tolle Sachen anbieten und wieder was Neues einfallen lassen. Das ist immer wieder aufregend. Wir wissen ja vorher auch mal nie, was so kommt. Also das ist immer wieder aufregend für uns ja auch. Das ist auch richtig schön immer verpackt. Das habe ich da jetzt gemacht. Also der Karton. Super. Das ist das letzte Teilchen. Und dann war es das schon von meinem Flössel. Habe ich gar nicht mehr bestellt. Ich habe dann, glaube ich, am zweiten Tag, ich habe mal nochmal nachbestellt, weil ich dann später nur entdeckt habe, Zuckerpeeling, weil ich habe gedacht, ich habe ja Zuckerpeeling daheim, das hält ja ewig. Und dann habe ich den Preis beim Zuckerpeeling gesehen. Da denke ich, anstatt 17 Euro, 2 Euro, oh, 93, ich sage mal 93, 97, ich weiß nicht, ob es so war. Aber um die 92 unter 3 Euro für ein Zuckerpeeling, wo nochmal 17 Euro kostet. Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich gedacht, das wäre ja auch, eigentlich hätte ich da richtig viele kaufen, sondern hätte ich, weißt du, dann hätte ich einfach als Goodie oder so, oder wenn jemand Party bucht, oder wenn jemand was macht, oder wenn man jemand eine Freude machen will, mal was mit dazugeben können und hat selber nicht so viel zahlt, aber einen großen Warenwert, oder auch so zum Verschenken. Muttertag für meine Mama, oder meine Mama benutzt auch voll gerne Zuckerpeeling und pflegt eh gern die Haut und alles. Also da, sowas kann man ja immer verschenken und gut brauchen. Und ich will auch, ich bin am Überlegen, ob ich nicht Zuckerpeeling, weil wir dürfen jetzt die Sachen auch abfüllen und so alles, ob ich Zuckerpeeling euch auch mal abfüllen soll. Zuckerpeeling und dann vielleicht nur die Handcreme. Dann kann man gleich echt schön die Hände sich richtig peelen, richtig so ein Wellness-Ding machen, sich ja eine Auszeit nehmen, einen Tee machen, dann schön die Hände schön peelen. Man kann ja auch so schönes Wasserschälchen her tun. Dann das wieder abwaschen und dann mit der Handcreme schön die Pflege drauf tun. Also, oh, und dann der Duft, wenn ihr den Duft dann riecht, oh, oder wenn ihr dann nur einkauft war, dann immer nur den Duft riecht von der Seife, also auch von meiner Handseife, die hält ja auch ewig. Oder eben die Handcreme, mega. Also richtig, richtig cool. Wenn ihr da Interesse habt, boah, das schaut ja richtig, der ist Plastik so, aber der ist ja richtig gut aus, richtig hochwertig verarbeitet. Richtig cool für Jungs, oder? Das auch für Jungs was gibt. Für Mädels gibt es ja auch die Prinzessin oder die Minimaus. Aber sowas richtig Cooles. Richtig detailreich. Seht ihr das da auch an der Seite und so überall. Und das sind ja Duftventilatoren. Also wir haben drei verschiedene Duftsysteme. Viele, die sind sie jetzt eben noch nicht kennen. Wir haben einmal die Lampen. Die Lampen, die haben alle, also mit einem Kabel oder einem Wandstecker, also da braucht man immer einen Strom. Die gibt es, also hier habe ich einmal auch eine. Die kann man auch extra an- und ausschalten. Also wenn man die ansteckt, sind die nicht automatisch immer an. Und die werden mit einer Glühbirne erwärmt. Also hier ist die Glühbirne drinnen.
Lasst euch mal nochmal an. Da ist eben die Glühbirne drinnen. Dann haben wir auch Lampen, die mit einer Heizplatte erwärmt werden, wo kein Licht haben. Also wo zum Beispiel die Aloe Vera Lampe, die hat kein Licht, oder die Sukkulent. Da habt ihr einfach, das sind unsere Duftlampen. Da haben wir Mini-Duftlampen mit Wandstecker, verschiedene Dinger. Aber all unsere Lampen, die werden immer schonend erwärmt, entweder mit Heizplatte oder mit Glühbirne. Und dann haben wir noch die Duftkategorie Diffuser, also so, ja, wie sagt man das, so ein Vernebler, so in der Art. Und die sind richtig geil, also die großen, die sind richtig, boah, es ist ein absolutes Highlight, die schauen richtig, richtig geil aus. Kosten dann dementsprechend, aber das schaut so toll aus. Also das ist auf alle Fälle wert. Und da gibt es verschiedene Schirme zum Aufsetzen. Also ihr kennt da gerne mal ein Diffuser-Video, habe ich schon mal gemacht. Verschiedene Schirme aufsetzen, dem Einrichtungsstil anpassen, wie das Wasser, da der Nebel da so rauskommt, mit Farbwechselverlauf oder Kerzenflackermodus oder das kann man abends sich so schön romantisch machen. Oder wenn Besuch da ist, das ist immer ein absoluter Hingucker, schaut richtig toll aus. Schaut auch luxusmäßig aus, also ein richtiges Luxusteil. Und ja, sowas gönnt man sich dann ab und zu mal. Und dann haben wir noch die Duftkategorie mit Ventilatoren, also Duft mit Luft und auch Duft auf Knopfdruck, weil beim Wachs muss man ja ungefähr eine halbe Stunde warten, bis es geschmolzen ist, und dann setzt sich der Duft frei. Und die Ventilatoren, die haben hier so einen Mini-Ventilator drinnen. Wenn ihr da auf anschalt, also wenn er eingesteckt ist, dann dreht sich der, und der wird mit diesen Pots beduftet, mit denen hier. Also wir haben Bars, weil das so eine Barform hat. Das sind 8 Wachswürfel immer drinnen. Und da tut man mal 1 bis 2 Würfel meistens in der Lampe. Man kann aber bei den großen Lampen sogar teilweise bis zu 4 Wachswürfel reintun. Und hier die Pots, die kommen dann im Zweierpack. Und dann kommt einfach nur der Pot raus, kommt da rein und man steckt das einfach drauf. Und dann schaltet man einfach nur an. Und da hat man Duft auf Knopfdruck. Also das ist mega. Ich habe den im Eingangsbereich. Wenn ich heimkomme, Türe hinter mir zumacht, drücke ich auf den Knopf, ziehe meine Jacke aus, hänge die hin, will gerade in die Küche laufen, dann kommt mir der Duft schon entgegen. Und das ist so ein geiles Gefühl. Schon richtig zu Hause abschalten. Das ist einfach mega. Also ich liebe den Ventilator. Und ganz, ganz viele lieben den ja auch. Die haben einen Bart. Wenn man Wäsche irgendwie muffelig riecht, wenn man die da im Wäschekorb hat, wenn es einfach komisch riecht vom Bad her, oder wenn man auf dem Klo eben war, du hast einfach Duft auf Knopfdruck. Machst das einfach an, zack, mega. Oder im Kinderzimmer, wer nur Wickelkinder hat, Wickelkinder, wenn es wickelt und wie das stinkt, ihr wisst es ja selber. Also klar, oft als eigene Eltern riecht man es oft nicht so, also ich habe das trotzdem gerochen. Und da auch, dann sage ich, hätte ich das jetzt hier schon gekannt, wo ich noch ein Wickelkind gehabt hätte. Ich hätte mir, das wäre das erste Teil, was ich gekauft hätte, eingesteckt. Und ich weiß, okay, volle Windeln, gleich erstmal schon mal anschalten. Dann hole ich mein Kind und dann lege ich es auf die Wickelablage. Und dann ist der Duft schon mal da und dann ist das 1000-mal angenehmer. Auch wenn Windeleimer und Windelbeutel und alles da ist. Also mega. Ich finde das richtig, richtig cool. Bei den Pots muss man mal aufpassen. Es gibt immer ein paar so Pots, wo nicht so intensiv oder wo ich nicht so gut finde, wie es wächst, wie zum Beispiel bei Black Raspberry Vanilla. Den riecht man einfach nicht als Pot. Also jeder kann es unterschiedlich. Ihr könnt es dann selber trotzdem testen. Wenn ihr dann auch sagt, okay, riecht den fast nicht, dann könnt ihr von eurem 30-Tage-Zufriedenheitsrückgaberecht Gebrauch machen. Dann kriegt ihr das Geld zurück oder wird es einfach dann getauscht gegen was anderes. Aber richtig, richtig cool. Hey, welche Lampe mit Heizplatte kannst du am besten empfehlen? Gute Frage. Also die Polarlampe, die Aloe Vera, Sukkulent, die finde ich, sind alle gleich. Die einzigste, was ich nicht empfehlen kann, ist die Love-Lampe. Ist die nur eine Schatztruhe oder nicht? Love? Ich finde, der ist der Duft nicht so intensiv, wenn man den anmacht. Also die ist schön, die passt so perfekt in den Landhausstil. Die ist schon im alten Katalog, die kann ich euch gar nicht zeigen. Da steht Love dran, ist so eine weiße und die ist wirklich so im Landhausstil ein bisschen gemacht. Und da fand ich, der Duft, der ist nicht so intensiv, wie wenn ich jetzt so Glasdinger habe oder auch mit Keramik oder alles. Also ich finde Glas immer mega. Alles, was so mit Glasschälchen ist oder auch die Summer Rain ist eine Glaslampe. Also die finde ich eigentlich immer am allerbesten, und die machen ja ihre bestimmten Standards, die
kommen hier nur, die Lampen werden hier nur rausgebracht, wenn es mit dem Duft so und so mindestens alles ja auch passt, sonst dürfen die gar nicht nehmen. Aber ich finde die mit Heizplatte, dass die ein bisschen weniger stark den Duft verteilen. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung sagen, ich habe ja beides da. Aber ich mag lieber die, die wo das Glasschälchen und so alles haben oder Keramikschälchen. Da läuft Musik. Habe jetzt irgendwas gesagt? Im Büro, oder hat Luca was angemacht? Heiko, Heiko. Ich guck mal schnell. Bei mir im Schlafzimmer war die Alexa an. Ich weiß nicht, hat mein Mann irgendeinen Wecker eingestellt oder kommt jetzt dann heim oder erlaubt sich einen Scherz oder von meinem Reden hat die gemeint, die muss ich anschalten. Wie verhext manchmal. Genau. Ja, und das ist die Black Panda Lampe. Also richtig, richtig cool, finde ich die. Und da hat man halt einfach Duft auf Knopfdruck. Also finde ich richtig super. Die Aloe Vera Lampe gibt den Duft richtig gut ab. Super, gell? Ne, die habe ich nämlich auch. Die Aloe Vera. Die ist mega, gell? Die gibt den Duft richtig ab. Genau, nur bei dieser Love Lampe ist mir das eben aufgefallen. Und wenn ich eine Kundin gehabt habe, die hat das, die sich einfach geholt und dann hat das Wachs in dem Schälchen sich nicht richtig, ist nicht richtig geschmolzen. Das ist so geschmolzen, aber an dem Rand irgendwie nicht. Also es hat nicht so optimal passt. Und meine, das sind immer so handgefertigte Produkte und wenn dann eins ein bisschen dicker gegossen ist, dann kann es schon sein, dass das nicht mehr so gut geht mit der Heizplatte oder Glühbirne. Und kommt nicht oft vor, aber es kommt hin und wieder vor. Ich habe das jetzt, glaube ich, seit in den eineinhalb Jahren, ja, habe ich so fünfmal gehabt, dass das eben vorkam. Und dann haben wir nochmal eine Love-Lampe bestellt, kein Problem. Habe ich gesagt, kann ich ja mal alles umtauschen, lebenslange Garantie und so. Haben wir die neue geholt eben. Und da hat sie gesagt, das schmilzt, aber sie findet, dass sie, weil ich habe ihr dann dabei, habe ich ihr da schon die Testlampe gegeben. Ich habe nämlich die Mother of Pearl zu Hause gehabt, das ist ja Glaslampe, dann habe ich ihr die ausgeliehen, habe gesagt, komm, dann nimmst du die dabei, weil es war ihre erste Lampe, die war hier in der Gegend, nimmst einfach dabei meine, dass du weiter dufteln kannst. Und dann kam dann die andere Love-Lampe eben wieder und hat sie auch gesagt, dann sagt sie, boah, das ist ja der gleiche Standort, die hat das an der gleichen Stelle und das mit der Mother of Pearl, das hat ja viel mehr gerochen im ganzen Raum, als wie jetzt nur die Love-Lampe. Und darum ist mir, oder weiß ich da jetzt das eben Bescheid. Und genau, ich glaube, die haben wir dann auch wieder zurückgeschickt. Dann hat sie gesagt, dann sucht sie sich lieber eine andere Lampe aus. Die hat dann die Angel Wings sich geholt. Die ist so eine, wo so ein Herz dran ist mit so Engelsflügeln. Und hinten sind so Herzen ausgestanden. Da hast du ein richtig schönes Herzding hinten dran. Die schaut total unscheinbar aus im Katalog, aber die ist in echt wirklich, wirklich schön. Und das ist so wie so Metalllampe eigentlich. Aber wenn die angemacht ist, die hier, sieht man jetzt nicht so groß, aber die ist das, diese Angel Wings heißt die, was sagst du? Ich habe die Tilia und die Tudor Lampe, beide haben eine Heizplatte und Licht und die Duftabgabe finde ich gut, super. Ja, das ist ja super, dass sie mir da Bescheid gibt, danke Sabine, Namenskollegin. Genau, super, nee, das hilft mir auch immer, wenn ihr mir da auch immer ein bisschen so Rückmeldung gibt und vor allem, eine Beraterin kann ja immer jeden Scheiß erzählen. Nee, aber wenn so ein paar Kunden wirklich oder neutrale Personen das eben auch mal einfach sagen, das finde ich immer super. Und das hilft mir auch weiter, nicht, dass man dann denkt, ah, nur die Love-Lampe und die anderen, da sind alle wunderbar, bloß bei der vielleicht. Oder vielleicht haben wir da zwei, dreimal irgendwie einfach Pech gehabt und sonst passt es soweit. Genau, aber super. Nee, dann bei der Tudor oder Tudor, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und bei der Tilia, ja, dann passt ja alles wunderbar, sie ist super. Nee, das freut mich ja. Hi Sabrina. Kommst vielleicht vom Arbeiten gerade, ich weiß gar nicht. Ah, okay, ist schon recht spät. Genau. Ja, dann sind wir ja schon durch mit meiner Bestellung. Also einmal Black Panda, dann war der Aladdin dabei mit Duftsäckchen. Dann für eine Kundin von mir eben noch den Lavender-Cotton. Und einmal Duschgel,
Hibiskus Pineapple. Dann die Lace Lampe haben wir noch gehabt. Den Winterberry Apple Tea Ice Pot. Dann meinen einzigen Kaban, hätte ich auch mehr holen können, gell, wenn die so günstig sind. Den Berry Blessed. Dann haben wir oben Duft zweimal gehabt. Den die Schöne und das Biest Duft haben wir zweimal gehabt. Der ist auch richtig toll. Dann haben wir Aladdin zweimal gehabt. Bei mir sind alle guten Dinge sind zwei anstatt drei. Blueberry Rush. Obwohl der beste Duft. Mulan habe ich dreimal. Voll cool. Und da haben wir ja schon gerade gekocht. Also richtig toll. Also ich bin schon voll gespannt, wie der Lampe ist. Oh, der riecht schön. Oh, der riecht so super. So fruchtig. Was ist denn das? Ist da auch Blutorange? Das ist mir dabei so. Die hat echt die Duftbeschreibung jetzt voll interessieren. Oder Orange, Zitrone, irgendwas Zitrisches, Spritziges. Ich weiß auch, vielleicht ein Touch Blumiges. Aber es riecht so fruchtig und boah, richtig lecker. Oh, da freue ich mich schon so, den Duft reinzutun. Ah ja. Ja, dann habe ich es ja eigentlich schon geschafft. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Weil sonst machen wir Feierabend. Ich gehe ins Bettchen, schaue vielleicht noch ein bisschen Film an, will mal Serie weiter gucken. Gucke gerade auf Prime. Blindspot, das ist gerade so spannend. Da geht es um eine so eine tätowierte Frau, die auf einer Straße aus einer Sporttasche raus aussteigt oder auf der Straße da rausklettert oder aussteigt aus dieser Tasche und nicht mehr weiß, wer sie ist, woher sie kommt und halt einfach ihr Gedächtnis verloren hat. Und dann sind so FBI-Dinger, die wo dann einfach immer mehr rausfinden wollen, was da ist. Und ihre Tattoos, die lösen immer Fälle auf. Und es geht dann immer von Fall zu Fall und so. Und das ist ganz spannend. Da bin ich jetzt gerade bei der dritten Staffel. Hab alle Lampen mit Glühbirne, möchte aber eine auch mit Heizplatte kaufen. Achso, Nicolina, ja, jetzt hat. Wisch dann auch meine. Achso, und drum fragst du, welche die beste ist oder so. Ja, also ich glaube, dann kann man es konkret nicht sagen. Das sind eigentlich alle super, alle okay. Dann einfach nur kaufen, was dir gefällt. Was dir gefällt, ja. Ihr könnt ja gerade mal schauen, welche mit Heizplatte gibt. Das gibt eigentlich nur diese Sukkulent. Da sieht man keine Heizplatte, aber bei der Letterboard-Lampe, da könnt ihr auch einen eigenen Spruch so dazu machen. Warte, also da ist einmal die Sukkulent. Dann ist hier diese, kann man das irgendwie scharf stellen? Nicht, gell? Diese Letterboard-Lampe heißt das, ist so ein, wie so eine Art Holzwürfel oder Keramikwürfel. Die habe ich eigentlich auch da, die könnte ich sonst auch zeigen. Ich kann ja auch ein Foto sonst schicken. Oder Polar hätte ich gerne. Ja, die Polar ist super. Vor allem, wenn es ganz dunkel ist, diese Polarlichter, diese 3D-Effekte, das hat es ja eigentlich so noch gar nicht gegeben, wie das dann so leuchtet und schimmert. Richtig, richtig toll. Ich finde nur schade, wenn es hell ist, finde ich, dass die nicht so super optimal zur Geltung kommt, als wenn es richtig dunkel ist, da kommt die viel besser zur Geltung, als wenn es so untertags ist, mal das Licht anmacht, da sieht man es nicht so gut, diese Polarlichter. Also finde ich jetzt halt. Aber wenn es ganz dunkel ist, dann schaut die Hammer, also richtig toll. Und da kann ich eigentlich nur da reinschauen. Wir haben am Anfang ganz fasziniert, da haben wir nur da reingeschaut. Da war es so ruhig und still. Wir haben eigentlich nur durch das Licht die ganze Zeit angeschaut. Und dann, ja, und dann so Schulter an Schulter angelehnt und haben da einfach reinguckt. Und gerade schön war es. Die Polarlampe, ja. Oh, die Lampe ist auch so schön, vor allem mit den bunten Glühbirnen. Wenn man da lila, rot, blau, wir haben ja ganz viele Glühbirnen hier auch. Da unten sind sie ja auch mit drauf, die so im Katalog, das erste Mal, dass die so im Katalog eben gibt. Richtig, richtig cool. Und dann kann man halt auch mit wenig Geld, ich glaube 2,75, ja, kostet eigentlich so eine bunte Glühbirne. Wenig Geld kann man dann doch mal die Lampe ein bisschen anders gestalten. Dann schaut sie ein bisschen anders da aus. Das finde ich auch richtig schön. Cool, dass es sowas gibt. Genau. Hat die Letterboard-Lampe ein Schälchen? Nein, die hat kein Schälchen. Das ist nur so eine, ich nehme euch schnell mit. Das ist nur so ein Keramikding, das wo fest integriert ist. Ich zeige es euch schnell. Achso, ist die gerade ausgeliehen, oder? Die stand da immer. Hä? Wo ist meine Letterboard-Lampe hin? Ich meine, die stand immer hier oben. Habe ich die jetzt auch ausgeliehen? Ich sehe sie nicht.
Seht ihr gerade irgendwo die Letterboard-Lampe? Hä? Wo ist die jetzt hinkommen? Komisch. Also bei der Polar ist ja hier die Heizplatte. Und sonst habe ich hier keine mit Heizplatte da. Ah, da unten. Mein Gott. Da unten ist sie. Und hier kein Schälchen. Also das ist da fest. Warte. Ich stelle euch da schnell her. Also. Die habe ich ja sonst immer in der Küche gehabt. Die ist so aus Keramik. Also so glänzendes. Das ist richtig schönes glänzendes Keramik. Porzellan, wie auch immer man das sagt. Hinten habt ihr dann diesen An- und Ausschaltknopf. Und das daneben ist die Kontrollleuchte. Also wenn die rot leuchtet, dann ist die an. Und wenn man sie ausschaltet, ist sie aus. Und da oben kommt dann das Wachs rein. Also das ist fest, das kann man nicht rausholen. Das ist einfach so festes, feste Mulde, wo dann da das Wachs eben reinkommt. Und das ist voll schön. Das haben ganz viele auch entweder im Eingangsbereich mit herzlich willkommen. Du kannst ja das Buchstaben, Zahlen, so Smileys sind mit dabei. Und viele haben es auch im Kinderzimmer. Da hat sogar jedes Kind ein extra so eine Lampe eben, weil die dann einfach keine Beleuchtung wollten. Dunkel auch zum Schlafen. Manche wollen das vielleicht gern mit Beleuchtung, dass sie schlafen können, weil sie ein bisschen Licht brauchen. Also muss man immer gucken. Aber die haben dann einfach immer das Name vom, den Namen vom Kind rein. Oder den Namen vom Kind und dann auch noch Traktor geschrieben und dann noch ein Smiley mit dazu. Oder bei den Mädels noch ein paar Herzchen oder Smileys mit Herzchenaugen gibt es ja auch. Oder Blumen. Verschiedene Hashtags. Oder im Eingangsbereich mit Herzlich Willkommen bei Familie Fischer. Eine hat auch geschrieben, warte, wie war denn das für ein Spruch? Mit irgendwie, mit zu Hause ist und auch mit Familie und dass man da glücklich sein soll. Irgend so ein Spruch mit Familie und glücklich sein oder zu Hause ist, wo Familie wohnt, lebt. Oder wir sind alle zusammen glücklich. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Also da könnt ihr einfach kreativ sein. Und wenn ihr jetzt kein Licht unbedingt braucht oder ihr eh der Fan seid, kein Licht zu haben, dann ist die halt auch super. Und in echt sieht man das halt einfach nochmal anders da, wie die ausschaut. Jetzt so einen schönen Holzrahmen auch. Und das ist so wie aus Filz, so hätte ich gesagt. Genau, und da kann man dann diese Buchstaben hinmachen. Also auch richtig, richtig schön. Finde ich ganz toll. Genau. Die finde ich toll, ja. Okay, schön. Da gibt es so viele schöne Sachen immer. Genau. Und ich habe sogar eine besondere Lampe, die es nicht zu kaufen gibt. Hat die eigentlich ein Licht auch? Ist die angeschlossen hier? Das ist ja jetzt eh schon wieder, oder? SFR. Ich muss gerade gucken, die Lampe. Ja. SFR heißt Sensi Family Reunion. 2021, die war letztes Jahr. Und wir haben immer zweimal im Jahr so eine Veranstaltung. Einmal die World Tour und einmal die Sensi Family Reunion, wo alle Beraterinnen sich treffen. Dieses Jahr ist in London. Wird aber da in echt in live. Ja, aber ich fliege da jetzt halt nicht hin in London. Und London ist auch alles teuer. Aber da haben sie diese besondere Lampe eben auch. Und da war so ein tolles Kit. Da habe ich hier meinen Anhänger auch. Da war eine Star-Beraterin. Und da war so ein, zum Auspacken so ein Ding gewesen und ein T-Shirt mit dabei und ist richtig cool. Und ja, da habe ich diese schöne Lampe, die haben mir dann auch noch gegönnt, weil es dann doch was Besonderes ist als Erinnerung. Und ich bin ja gespannt, diese habe ich noch gar nichts gehört von der Lampe oder wie die ausschaut, der Vorschau oder irgendwas. Habe ich noch gar nichts. Ich habe ja meine Muttertagslampe wieder hingestellt, die vom letzten Jahr. Lila, ne, da. Von der Seite sieht man es schlecht, gell? Naja. Süßer Papaya, Nektar, saftige Mango und ein Hauch Rot. Ah, die Duftbeschreibung von Mulan. Papaya, das kann ihm sein. Mango, ein Hauch Rot, der Ingwerblüte. Mulan, ah, es steht ja dran, Mulan, Duftbeschreibung, danke. Du bist ja ein Schatz, liebe Sabine. Oh, wie toll. Papaya, ja, genau. Papaya-Nektar, saftige Mango, ich liebe ja Mango. Dann ist die Ingwerblüte dieses leicht blumige oder das, was so anders irgendwie war. Oh ja, Papaya-Mango, boah. Boah, das ist richtig geil. Ich habe nur gedacht, Blutorange, dann ist die Papaya so das. Und dieses Mango, das gibt irgendwie so was Spritziges. Boah, das ist toll.
Oh, toll. Toller, toller, toller Duft. Oh, ich freue mich. Schön die Bestellung. Mein Schatz ist immer noch beim Arbeiten. Jetzt ist auch schon halb 10 Jahre. Dann geht es echt bis 10 oder vielleicht bis 11. Mal schauen. Die Schulung, dass sie es heute durch haben, dass sie morgen nochmal hin müssen. Ich liebe Mango. Oh, Jessie, ich liebe auch Mango. Wir sind so Mango-Junkies. Mango ist toll. Genau, ja, dann habe ich alles. Weißt du, dann hat noch irgendjemand Fragen oder irgendwas? Gibt ja immer noch Schatztruhe, ganz viele tolle Düfte. Muttertagskollektion limitiert, nur solange der Vorrat reicht. Und da gibt es ja spezielle Angebote. Ich kann noch mal reden heute. Und zwar die Crushed Diamond Lampe, wenn ihr die einmal kauft, also das gibt es in der Muttertagskollektion, ist die mit dabei oder unter Sonderangebote sonst. Eine Duftlampe, die Crushed Diamond kaufen, ihr könnt euch zwei ganze Bars aussuchen. Zwei komplette Packungen, also 8,50 € kostet ihr eine und es sind 17 €, was ihr da spart. Also mega, 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 mega toll. Und wenn ihr eine kleine Mini-Duftlampe kauft, egal ob die mit Unterteil oder als Wandstecker, bei der Wispy Willow und der Glitter Rosé Gold, sage ich es jetzt richtig? Wispy Willow und Glitter Rosé Gold. Ich glaube, die zwei waren es eben. Die habe ich euch ja schon öfter gezeigt. Wenn ihr da eine kauft, bekommt ihr eine ganze Packung gratis dazu. Also auch 8,50 € gespart. Finde ich mega, mega cool. Und da spart man sich halt richtig eine Lampe kaufen und spart sich 8,50 € oder die eine große Lampe kaufen. Das gilt halt nur für die drei Lampen. Da gibt es zwei Bars dazu. Weil sonst haben wir ja nur das Kombinierangebot, eine Lampe, drei Düfte und man spart sich 4,50 €. Aber man muss ja erst mal drei Düfte dazu kaufen und eine Lampe. Und da habt ihr echt die Lampe mit zwei Düften oder die Lampe mit einem Duft gratis dazu. Also richtig tolles Angebot. Auf die ganzen Duftblumen, bevor ihr immer alle Blumen verschenkt, wo nur eine Woche halten. Die Duftblumen sind halt auch der Hammer. Die halten mindestens 2 Monate. Also ich weiß nicht, wer da zuschaut, aber ich habe die 4 Monate oder so locker. Ich habe sie ja teilweise sogar schon ein halbes Jahr gehabt, wo ich die nur benutze. Und man kann dann auch so schönes Glitzerband dazu kaufen. Ich habe extra ein Selbstklebendes, weil ich kann nicht so gut basteln. Kann ich mir es einfach draufkleben. Das schaut so edel und schön aus. Und es hält halt viel, viel länger als wie ein Blumenstrauß und kostet gleich wie ein Strauß Blumen. Also finde ich auch was ganz Besonderes und das duftet und ist toll. Und da gibt es auch Kombinier- und Sparangebot, die 30% on top noch obendrauf. Oder wenn ihr die einzeln holt. Bekommt ihr auch die 20% Rabatt, dass ihr es nicht vergesst, euch die Sachen, die besonderen Angebote noch zu sagen. Genau. Ja, und ansonsten war es das. Wenn ihr einen Shopping-Link noch braucht, gebt ihr mir Bescheid. Wenn ihr sagt, ihr wollt noch mehr sparen, dann könnt ihr am besten einfach gleich mit einsteigen, sofort bei der ersten Bestellung sparen, beziehungsweise ihr bekommt immer am Ende vom Monat oder halt am 9. ist eigentlich immer Zahltag, wenn es aufs Wochenende fliegt, Wochenende liegt. Dann wird es einen Tag vorher, ist wie heute am 8., weil heute ist Freitag, Samstag wäre der 9., da wird ja nichts auszahlt, wird immer abends auszahlt und immer einmal im Monat, wie so ein Gehalt hat man dann nochmal monatlich. Ist richtig, richtig toll, wenn ihr eh immer gern Sensi bestellt und liebt oder sagt, ihr wollt es einfach mal ausprobieren, ihr müsst es ja nicht online oder so machen wie ich, ihr habt so keinerlei Druck, keine Mindestpartys, nichts, dann könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr da noch Infos oder Fragen habt. Da gibt es keine großartigen Haken. Es gibt nur eine Webseite, die ab dem 4. Monat was kostet. Die ersten 3 Monate sind kostenlos. Wenn man die Webseite weiter nutzen will, die kann man jedes Mal auch deaktivieren oder wieder aktivieren. Kostet die 12 € im Monat. Aber für das, dass ich mich um nichts kümmern kann, ihr meldet euch ja an, ist das mega. Ihr meldet euch an und sobald ihr euch angemeldet habt, habt ihr schon eure Webseite, die genauso aufbaut wie meine. Nur, dass euer Name dann draufsteht und man kann direkt bestellen. Also man kann den Link einfach weiter teilen. Da können andere bestellen. Man kann selber bestellen und viele benutzen es einfach nur so für sich, die wo dann einfach sagen, komm, ich bestelle eh immer so gern und nachher kriege ich es einfach günstiger, kriege wieder das zurück oder kriege einfach Sensi-Geld und kann Sensi-Sachen kaufen oder im noch besseren Fall, dass ich einfach für die Familie was zum Sparen auf Seite tue, wenn mal wieder das kaputt geht, Waschmaschine, Trockner, dass man nicht dasteht oder zweites Standbein aufbauen, gerade in der heutigen Zeit. Dass man einfach so nochmal ein bisschen zur Sicherheit sich ein bisschen was nebenbei aufbauen kann, ganz in Ruhe, neben Job und alles. Oder so wie ich, wo einfach aus Leidenschaft, aus Hobby, als Ausgleich. Für mich war das einfach mein Ausgleich. Da einfach, ich gehe darin auf, ich krieg funkelnde Augen, ich freue mich und, ah, das ist schön.
wenn man was gefunden hat, wo einem so viel gibt und Spaß macht und wo man sagt, das ist gar keine Arbeit für mich und finde das einfach schön. Ja, genau. Ja gut, ich werde dann auch ins Bett gehen, werde ein bisschen Film gucken und wünsche euch jedenfalls ein wunderschönes Wochenende. Und ja, bleibt so toll, wie ihr seid. Schön, dass ihr immer mit dabei seid. Bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.